Hallihallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Metroid Prime. Ja, eine Ewigkeit ist es her, als ich das letzte Video hier aufgenommen habe, aber damit ist jetzt Schluss. Es geht wieder ein bisschen weiter. Tut mir auch leid, dass momentan weniger Videos kommen. Ich bin ein bisschen, wie soll ich sagen, hab viel anderes Zeug um die Ohren. Und, ja. Aber naja, so viel dazu. Aha. Wir sind hier bei der Welt übrigens wieder im Raum mit dem großen Baum hier in der Mitte. Das ist der Arboretum, nennt sich der Raum hier, laut Karte. Und hier gibt es anscheinend wieder diese Kultsymbole zu scannen. Wenn ihr euch erinnert, wir haben wahrscheinlich da in diesem Speicherraum da aufgehört. Und jetzt, ja, gucken wir mal, wo es da längs geht. Das scheint ja auch ein sehr großer, spezieller Raum zu sein. Ja, gucken wir einfach mal, wo uns das Scannen denn so hinführt. Ich glaube, es wäre auf jeden Fall nicht verkehrt, die Kultsymbole hier zu scannen. Und es gibt auch noch drei weitere in diesem Raum anscheinend. Good to know. Stark konzentrierte Giftbelastung hat den Verfall der Blätter verursacht. Oh je, das ist aber eher weniger gut, nicht wahr? Giftbelastung kritisch, Kontakt mit belastendem Wasser äußerst gesundheitsgefährdend. Das kann ich mir vorstellen, ja. Weite Bereiche der Zellstruktur des Baumes wurden durch Giftstoffe aus dem Grundwasser verändert. Okay. Klingt jetzt auch nicht so gut, wenn ihr mich fragt. Aber ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, dann gibt es ganz unten irgendwo noch ein Kultsymbol, das ich jetzt ganz heftig übersehen habe irgendwie. Und zwar, wenn mich nicht alles täuscht, müsste das da drüben sein. Bei diesem roten Gebüsch da, ja. Die Analyse deutet auf die Präsenz eines Symbols hin. Ja, genau, darauf wollte ich hinaus. Und da ist es auch. Dieses Kultsymbol wurde aktiviert. Nice. Schon ein paar Sachen sammeln hier. So, dann können wir eigentlich, glaube ich, schon weiter nach oben. Hier unten sollte es, denke ich, sonst nichts mehr geben. Das war gerade ein bisschen knapp. Natürlich trotzdem immer schön mit dem Scanner alles ein bisschen abchecken. Wir wollen ja so wenig wie möglich verpassen, nicht wahr? So. Haben wir denn hier sonst irgendwas? Das Symbol da haben wir aktiviert. Ja, gut, die leuchten dann immer so schön. So. Jetzt müssen wir mal kurz überlegen, genau. Ich muss erst wieder ein bisschen in die Steuerung reinkommen, verzeiht mir. Ich glaube, ich hätte diese Blöcke jetzt auch noch scannen können. Naja. So. Gucken wir mal. Da ist auf jeden Fall das nächste. Kultsymbol wurde aktiviert. Sehr schön. Sonst irgendwas hier zum Scannen? Das kennen wir ja schon. Oh. Da ist gleich das nächste, lol. Jetzt haben wir sogar schon alle. Nice. Das ging ja flott. Ah, und da oben öffnet sich ein neuer Weg für uns. Wunderbar. Sonst was hier zum Scannen? Irgendwas Neues? Sieht mir fürs Erste nicht danach aus. Oh nein. Diese verdammten Wespen, ne? Ah! Gleich mal das Nest eliminieren. Und die Energie ransaugen. Bam. Nice. So, diese Kreise habe ich noch nicht gescannt. Neuer Eintrag in die Datenbank des Bereichs zur Besiedlung aufgenommen. Giftgras, karnivore Giftpflanze, die sich bei Gefahren im Boden zurückzieht. Das Giftgras hat sich zu seiner jetzigen Form entwickelt, um in die Lebensräume größerer Lebewesen einzudringen. Mit seinen farbenprächtigen Blättern lockt es Opfertiere an, die es dann mit kleinen, hochgiftigen Ausläufern festhält. Seine Fänge zersetzen die Beute innerhalb kürzester Zeit. Oh je. Dann sollten wir das Zeugs lieber schnell loswerden, bevor wir da durchhuschen. Ungefähr genau so, perfekt. Ja, haben wir hier sonst irgendwas? Oh, was ist da denn los? Die Mauern sind äußerst kunstvoll um die Ausläufer des Baumes herum errichtet worden. Okay, schön, schön. Sonst irgendwas hier? Sieht mir nicht danach aus. So. Springen wir weiter nach oben. So. Schön geschmeidig hier alles.
wie schön es auch aussieht hier mit den HD-Texturen und so, ne? Okay. Scheint sonst nichts mehr zu geben hier, außer diese Mauer. Mehrfache Harrisse innerhalb der Mauer aus Sandstein gefunden. Das können wir doch bestimmt mit unserer Morphballbombe entfernen, nicht wahr? Jawohl, sehr schön. Und da befindet sich eine Missile-Tür. Habe ich die eigentlich schon mal gescannt? Ja, tatsächlich, okay. Beziehungsweise eine Tür, die mit einem Missile-Schild blockiert ist. So. Jetzt wird's, denke ich, ganz interessant. Okay, das ist wieder das Giftgras, nice. Sonst irgendwas Neues hier? Okay. Sieht mir nicht danach aus. Also diese ekelhaften Tentakel können mir alle gestohlen bleiben hier. So, gibt's hier noch irgendwas? Sieht mir nicht danach aus. Alter, überall sind sie, ne? Geh mal weg da. Mag dich nicht. Hops und hops. Ich weiß, passt hier? Nein, okay. Ich sag mal ein bisschen Heilung. Ich frage mich wohl wieso. Jetzt kommen wir in diesen großen Raum, in dem uns der erste Boss dieses Games erwartet. Er ist der richtige Hauptboss. Es ist Flagra! Erstmal scannen, die Bestie. Wow! Na, kein Bock zu scannen. Geht doch. Typus Flagra, diese mutierte Pflanze ist der Ursprung der Vergiftung des Wassers in den Ruinen. Flagras Wachstum wurde radikal beschleunigt, daher benötigt es nahezu konstante Sonnenbestrahlung, um aktiv bleiben zu können. Durch diese Bestrahlung wurde Flagras äußere Schale massiv und sehr widerstandsfähig. Sein Wurzelwerk ist jedoch ungeschützt und empfindlich. Nutze diese Schwäche, falls möglich. Gezielter Beschuss kann es für kurze Zeit außer Gefecht setzen. Alles klar, wissen wir Bescheid. Na dann wirst du mal gestunt. Bam! Sehr schön. Unsere Mission ist es jetzt hier, diese Spiegel wieder umzudrehen. Ungefähr so. Dann hat er nämlich für kurze Zeit keine Energie mehr. Und einer dieser Tunnel wird jeweils von den Ranken befreit. Haben wir das Glück, dass wir direkt davor stehen. Dann müssen wir ganz schnell rein mit dem Morphball und dann eine Bombe zünden. Um Flagra ein Leben abzuziehen. Allerdings war es das noch nicht. Denn jetzt aktiviert er zwei dieser Sonnenspiegel oder Sonnenstrahler. So, jetzt müssen wir uns gut anstellen. Ich glaube, wir. Wow, okay, alles klar. Chill down. Gut, dann machen wir das eben so. Einmal bam. Und dann sollten wir mal ganz schnell. Ja, gut, da kann es natürlich auch wieder umdrehen. Das ist das Problem, wie man gerade gesehen hat. Drum machen wir jetzt erstmal diesen hier. Und stunnen dich erstmal. Dann drehen wir das da um und das da drüben gleich mit. Bam, perfekt. So, welche Wurzel wird frei? Okay, anscheinend alle. Wir müssen nur schnell genug in einen dieser Tunnel hinein. Aber dafür haben wir ja genug Zeit. Sollte alles perfekt hinhauen. So, zweites Leben ist weg. Jetzt haben wir es aber schon mit drei Sonnenstrahlern zu tun. Vorschlagen, erstmal wieder scannen, stunnen, meine ich natürlich. Zack, und dann einmal, zweimal und dreimal. Und dann schnell wieder in den Tunnel hinein. Bombe, zack. Drittes Leben ist weg.
Aufgrund der Anzahl der Spiegel kann man jetzt natürlich vermuten, dass dieser Boss noch ein viertes Leben hat. Jetzt sieht man es auch schön, alle vier Strahler werden aktiviert. Jetzt sollten wir das natürlich geschickt anstellen. Und zwar dann würde ich erstmal wieder schön. Boom. Dann drehen wir den Spiegel um. Und diesen hier. Und diesen hier. Und dann würde ich vielleicht nochmal. Oder auch nicht. Und anschließend gleich den da umdrehen. Gleich einen Morphball und rein in den Tunnel. Und das sollte es dann auch schon gewesen sein. Verbrenn, du Unkraut. Und wie es noch versucht rauszuwachsen irgendwie. Und jede Menge Giftwasser sprudelt raus. Das Gift im Wasser verschwindet. Sehr schön. Was ist das denn? Der Warrior Suit. Nice. Unser nächstes Upgrade, Freunde. Let's go. Warrior Suit erhalten! Yeah! Hochtemperaturbereiche sind nun zugänglich. Zusätzlicher Dateneintrag im Inventar. Bitte minus drücken, um das Inventar aufzurufen. Nein. Nice! Jetzt sehen wir doch schon wieder viel besser aus mit dem Warrior Suit. Das sieht einfach... Man kann es nicht anders sagen. Es sieht einfach viel cooler aus als der normale, lame Power Suit. Ja, und jetzt weiß ich auch schon genau, wo wir zurückgehen. Beziehungsweise wo wir hingehen, denn im Hauptraum, im großen Bereich, und zwar genau da, gibt es noch ein Item, und zwar genau an dieser Stelle da, sollte zumindest so sein, dass wir uns holen werden. Allerdings müssen wir da durch diesen Raum durch, und ich stelle gerade fest, das können wir noch gar nicht. Das ist zwar das Lavabecken, da können wir jetzt hin, aber da kommen wir sowieso noch nicht weiter. Denn da brauchen wir ein Item und eine Fähigkeit, das wir noch nicht besitzen, die wir noch nicht besitzen. Und da hinten brauchen wir auch nochmal eine andere Fähigkeit, die wir auch noch nicht besitzen. Heißt, vergesst, was ich gesagt habe, wir können da noch leider noch nicht hin. Darum müssen wir jetzt erstmal da längs, aber das ist sowieso der Ort, wo wir als nächstes hin sollen. Denn hier sind wir schon mal gewesen, Transporter zu den nördlichen Höhlen von Magmor. Da war es ja ganz heiß und da können wir jetzt mit dem Warrior Suit weiter. So. Heißt, keine Zeit verschwenden und auf zu diesem Aufzug. Auf zum Aufzug. Gut. Servus, oh ja. Toxische Analyse negativ. Wasser ist unbelastet. Das freut mich zu lesen. Sehr gut. Heißt, ich kann jetzt auch hier im Wasser baden gehen. Lol. Wie schön. Schön ein paar Fische herum. So, hops und hops. Ach, ein bisschen... Bisschen inagil sind wir zwar noch im Wasser, aber das wird sich früher oder später auch noch ändern. So, wo geht's denn längs? Da. Boom, halt! Was sehe ich da? Ein neues sammelbares Item. Eine große Energiekapsel erneuert 100 Einheiten der Gesamtenergie. Ja, sehr schön. Das andere haben wir schon gescannt. Wunderbar. Ja, damit. Nice. Da sind wir wieder komplett voll mit Leben und Missiles. Oder Energie, besser gesagt, statt Leben. Huch, kenne ich euch schon? Nein.
Ein Impulsbomber auf elektromagnetischer Energie basierende Lebensform. Impulsbomber sind auf reiner elektromagnetischer Energie basierende Lebensformen, weshalb sie den meisten Waffen gegenüber unempfindlich sind. Ihre Intelligenz ist wenig ausgeprägt und beschränkt sich fast ausschließlich auf ein instinktives Interesse an anderen Energiequellen. Sie kumulieren fortwährend Elektrizität und geben während dieses Prozesses Überraschungsenergie. Überraschungsenergie, alles klar. Überschussenergie ab. Diese hochenergetische Segmente sind äußerst explosiv. Alles klar. Wow. Okay, den Powerbeam sollte ich vielleicht nicht benutzen, um den zu zerstören, weil damit ziehe ich den nur an, aber kann ich dich überhaupt zerstören? Soll ich dich zerstören? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie funktioniert das noch nicht wirklich. Naja, lassen wir es einfach in Frieden leben, dieses Lebewesen. So, was sind wir denn jetzt hier? Diesen Raum sollten wir doch theoretisch auch kennen, nicht wahr? Ja, das ist das mit dem Spider-Ball hier und da kann ich jetzt einfach so runterjumpen, oder was? Jo! Boah, zum Glück gibt es keinen Fall-Damage. Oh nee, nicht hier schon wieder. Geht weg, ich mag euch nicht. Eure Nester zerstören hier, damit ihr nicht mehr nachspawnen könnt. Und boom. So, wunderbar. Gibt's noch mal Missiles? Dankeschön, dankeschön. So. Habe ich den Shit hier alles schon mal gescannt? Ja, hier waren wir ja, glaube ich, überall schon mal. Jupp. Was war das nochmal für Zeugs? Corded. Mhm. Kann ich das Zeugs schon zerstören mit den Missiles? Nein, kann ich nichts. Schade. Okay. Was ist das da in der Mitte? Nichts. Alles klar. Ja, aber das ist sowieso nicht der Raum, wo wir hin sollen. Das hier ist er. So. Das haben wir auch schon mal alles gescannt. Das ist alles funktionstüchtig. Sonst gibt es hier aber nichts. Und ja, dann würde ich sagen, fahren wir wieder mal mit dem Aufzug. Der Varia Suit sieht so geil aus. Ist halt einfach Samus Standard Outfit Design, so wie man sie kennt. Da wären wir in den Höhlen von Magmor. Sorry, dass ich mich jetzt hier nochmal überall genau umschaue, obwohl wir wahrscheinlich schon mal hier gewesen sind. So. Und da geht es immer schön weiter nach unten. Zack, zack. Euch habe ich in dem Fall schon mal gescannt. Suicide Bomber. Aber das Zeugs da oben. Ja, aber es sind dieselben. Geht weg! Abschaum. Oh ja. Hier wird es wieder warm. Und da war ein Speicherraum, soweit ich weiß. Genau. Dann lasst uns mal eben kurz abspeichern. Yes. Denn ich denke, wir haben auch wieder eine gute Länge für diesen Part erreicht. Deshalb würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und schaltet zur nächsten Folge von Metroid Prime wieder ein, wenn es hier in den Höhlen von Magmor weitergeht. Bis dahin, haut rein und ciao!